Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen bei Topfgucker. Wir sind heute im Drachenhaus in Potsdam. Heute zeige ich Ihnen ein schönes Wildgericht aus unserer Winterkarte. Wir haben ja ein schönes Stück aus der Wildschweinkeule. Ja, ist ja relativ ungleichmäßig jetzt. Ja, und damit wir einen schönen Braten kriegen und ein schönes Schmorergebnis, werden wir den wickeln. So. Dazu nehmen wir uns Küchengarn. Kein Haushaltsgarn bitte nehmen, es könnte sich verfärben oder reißen oder andere Chemikalien enthalten. So, den bringt man deshalb in Form, dass man ihn besser portionieren kann und dass er besser gleichmäßig garen kann. Okay, und was ist jetzt hier? Das Besondere? Was soll ich sagen, dass er lecker wird. Was sind die Geheimgewürze? Die Geheimwürze. Zum Beispiel Ingwer, Kumin, Kardamom, Zimt, Nelke, Anis. Mhm. Diverse Kräuter und Gewürze. Wacholderbeeren, Rotwein, Salz, Pfeffer, Zucker, Tomatenmark und Liebe. So. So, da haben wir schon den gleichmäßig gewickelten Braten. Den können wir dann auch gleich anrösten. Eine der Geheimzutaten ist Ingwer bei meinem Wildbraten. Man wird ihn nicht wirklich rausschmecken, aber alle Gewürze, die ich ranmache, werden eine Menge sein, geben das besondere Aroma von dem Braten. Ja, man wird kein einzelnes Aroma oder Gewürz rausschmecken. Ja, wie zum Beispiel bei einem guten Curry kann ja auch keiner sagen, außer man weiß, was drin ist. Ja, ja, dann einfach mal zuschauen, liebe Zuschauer. Zum Anbraten nehme ich ein normales Rapsöl, weil kann man am besten erhitzen. Dann nehmen wir unseren gewickelten Braten und tun ihn mal scharf anbraten. Ja, 3 Minuten. Dann sind wir so lange. So, dann nehmen wir etwas Wurzelgemüse. Erst nehme ich immer die härteren Sachen wie Sellerie und Karotte. Und das rösten wir ein wenig an. So, jetzt sehen wir, dass das Gemüse schon ein wenig Farbe annimmt von den harten. Dann können wir auch die weichen Gemüse noch dazugeben. Das wäre Zwiebel und Lauch. Und den Ingwer. Jetzt wundern sich bestimmt einige, warum ich die Schale beim Ingwer dran gelassen habe, weil da der Geschmack mit drin steckt und weil das Gemüse sowieso durch Sieb gegossen wird und keiner die Schale essen muss. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, das Würzen. Wir nehmen Piment, Lorbeer. Bei Lorbeer und Piment kann ich Ihnen nicht genau die Menge sagen, weil ich nicht weiß, wie alt die Gewürze sind. Haben die ganz frische Kräuter und Gewürze, brauchen sie weniger. Sind die Gewürze etwas älter, brauchen sie mehr, weil die ätherischen Öle nicht mehr vorhanden sind. So, dann geht es weiter. Dann nehmen wir Wacholderbeeren. Die werden wir kurz andrücken oder halbieren, weil nur so kommt das Aroma raus. Dann habe ich hier meine Geheimgewürze, zum Beispiel Zimt, Kardamom, Kumin, was kann ich noch verraten, Knoblauch und es reicht. So, natürlich Pfeffer.
etwas Muskat, Salz, kann ruhig reichlich sein, etwas Zucker. Und noch ein wenig frischen Knoblauch. Frischer Knoblauch wurde püriert in einen geschmacksneutralen Sonnenblumenöl. So, das Ganze schwitzen wir doch ein wenig an, damit die ätherischen Öle aus den ganzen Gewürzen herauskommen. Riecht jetzt schon gut. Wie bei jedem guten Braten darf auch hier nicht ein Löffelchen Tomatenmark fehlen. Für die Farbe der Soße. So, meine lieben Zuschauer, beim guten Kochen kommt es natürlich auch auf Technologie an, aber viel wichtiger ist das Schmecken. Ja? Und ich erkläre Ihnen gleich warum. Man muss halt Gewürze immer zum Anfang zutun und immer beim Kochen probieren. Dann kann man nämlich immer noch gegensteuern oder noch was ranmachen, wenn Salz fehlt, Salz. Wenn Süße fehlt oder wenn es zu sauer ist, kann man noch ein bisschen Süße ranmachen. Wenn Kraft fehlt oder Intensivität des Bratens, nochmal mit Gewürzen nachsteuern. Aber nimmt man die Gewürze erst zum Schluss, dann wird es schwierig, einen ordentlichen Geschmack in der Bratensauce zu kriegen. Jetzt lösche ich das Ganze mit einem trockenen Rotwein ab. Kann auch ein lieblicher sein, ist völlig egal. Hauptsache Rotwein. Es geht um die Säure und um die Farbe. Das Ganze lösche ich noch mit dem Fond ab. Der Fond ist Wasser, weil hier brauchen wir keine Brühe, weil wir machen ja einen Braten und da kommt ja der ganze Geschmack von alleine. Durch die Gewürze, die ich bereits hineingetan habe. So, hätte ich mir einen Probierlöffel holen sollen, wa? Kann ich immer noch. Ja, geht in die richtige Richtung. Kleine Prise Zucker noch, etwas Salz und noch etwas von der Zaubermischung. Wir könnten es jetzt einmal aufkochen lassen, aber brauchen wir nicht. Meine Damen und Herren, dann decken wir das Ganze ab. Dann kommt es in den Ofen. Und das Ganze, ich sage mal ungefähr 2 bis 3 Stunden. Und dann ist es, kann ich nicht sagen, ob es dann schon fertig ist, genau, weil es ist eine Frage, ob das Tier im Stress gestorben ist oder nicht. Ja, am besten immer gucken, nach 2 Stunden, alle Viertelstunde, wie weich er ist. Und wenn er weich ist, dann ist er auch fertig. Zu unserem Wildschweinbraten kommt natürlich auch ein herbstliches, winterliches Gemüse. Wir nehmen den Kürbis. Zwar keinen heimischen, sondern den Hokkaido, weil er ist einfach lecker und lässt sich schnell und gut verarbeiten. Kerngehäuse raus bei beiden Hälften. Dann machen wir uns das ganz einfach und schneiden wir uns einfach solche Stücken. So, weil wir gesagt haben, wir machen uns ein einfaches Kürbisgemüse. Jetzt gut zuschauen. Wir nehmen Limettensaft, etwas Zucker, etwas Salz, etwas von unserem frischen Knoblauch in Öl, etwas Muskat, ein wenig Chili und ein wenig Lebkuchengewürz. So, dann machen wir noch ein wenig Öl drauf, vermengen das Ganze und schieben das Ganze zu unserem Braten, aber nur eine Viertelstunde.
Weinbraten ist jetzt fertig. Nach guten 2 1/3 Stunden habe ich probiert. Dann nehmen wir ihn jetzt raus. Die Soße vom Braten brauchen wir natürlich. Gießen wir durch ein Sieb. So, dann stellen wir die Soße nochmal auf den Herd, schmecken sie ab und binden sie ein wenig ab. Nach dem Wickeln müssen wir auch die Schnur wieder entfernen. So, da haben wir unseren leckeren gerollten Wildschweinbraten. Den werden wir jetzt noch portionieren. Unsere Soße ist fertig. Nachdem ich sie abgeschmeckt habe, nochmal mit einer Prise Salz, habe ich sie mit Mondamin einfache Stärke abgebunden. Den Braten habe ich natürlich nach dem Garen auskühlen lassen, damit ich ihn besser schneiden kann. Weil wenn er zu heiß ist, verbrennt man sich die Finger. Wenn er direkt aus dem Ofen kommt, man kann die Strippe noch nicht lösen. Und wie gesagt, dann ist er zu weich. Eine Nacht ruhen lassen, dann kann man ihn besser portionieren. Und der Geschmack ist noch intensiver am nächsten Tag. So, ganz einfach mit leckerem Kürbisgemüse. So, dann werden wir gleich ein leckeres Essen anrichten. Weil das Auge ja auch mit ist, mache ich noch ein kleines Löffelchen Kräuterschmand. Etwas Rahmiges, ein paar Cranberries und etwas Grünes. Und fertig ist unser Wildschweinbraten an gebackenem Kürbisgemüse mit Butterkartoffeln, Schmand und Cranberrybärchen. Herzlich willkommen im Drachenhaus und bei Topfgucker. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.